Nein, Freunde. Ich befinde mich gerade nicht in einem Sternzerstörer der ersten Ordnung. LG hat uns angeschrieben und im Zuge von das Buch von Boba Fett gefragt, ob wir ihre neuen Fernseher ausprobieren wollen. Die LG OLED C1 Fernseher. Und wie soll ich sagen? Wir konnten nicht Nein sagen. Heute dürfen wir euch also in Kooperation mit LG unser Star Wars Dream Setup vorstellen. Viel Spaß! Ihr habt's gerade schon gesehen. Wir haben unsere ganz persönlichen Lieblingsgegenstände aus unserer Star Wars Sammlung genommen und damit ein gemütliches Setup aus einer weit, weit entfernten Galaxis aufgebaut. Vorne ran natürlich eine lebensechte Commander Neo Rüstung. Ihr wisst es, wir lieben die guten alten Klone. Da mein Rex und Toms Commander Fox noch nicht ganz fertig sind, haben wir auf den guten Soldaten der 91. zurückgegriffen. Ein Scout Trooper rundet das Ganze ab. Aber wenn's das schon wäre, dann wäre das ja kein Traum-Setup. Vor allem unsere Lego-Sets hängen uns besonders am Herz. Natürlich das Kanonenboot, aber auch die Mos Eisley-Kantina. Zwei fabelhafte Lego-Sets, auf deren Aufbau wir uns schon sehr freuen. Aber auch das berühmte 501st Battle Pack darf hier nicht fehlen. Wenn es noch eine Sache außer Lego gibt, zu der wir nicht Nein sagen können, dann sind es Black Series-Figuren. Auch hier sind einige Klone vertreten. Raritäten wie Captain Rex sind auch dabei. Natürlich auch im großen Format mein persönlicher Captain Rex-Helm, aber auch noch andere Lieblingsstücke, die wir teilweise selbst lackiert haben. Wie der wirklich coole und einzigartige Commander Fox Helm. Toms Stormtrooper Helm der ersten Ordnung, den ihr mit der gesamten Rüstung schon aus einigen Videos kennt, darf hier auch nicht fehlen. Unter dem Fernseher natürlich noch unsere Lego Figurensammlung. Aber welche Elemente gefallen euch am meisten? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Zentrum des Ganzen ist der LG OLED C1 mit einer unglaublich großen Bildschirmdiagonalen von 77 Zoll. Das sind fast 2 Meter, Freunde. Wirklich unglaublich. Es ist ein absolutes Erlebnis, wenn der Star Wars Schriftzug über die Leinwand, den Fernseher läuft. Das gigantische Bild zieht einen mit ins Geschehen und verleiht einem ein immersives Erlebnis. Dies gelingt vor allem durch eine Besonderheit dieser Gerätereihe. Sie nutzen die OLED-Technologie und schaffen damit etwas Besonderes. Herkömmliche Fernseher verwenden ein Backlight-Panel, um die TV-Oberfläche zu beleuchten und so ein Bild zu erzeugen. Die OLED-Technologie verwandelt jeden einzelnen Pixel in eine eigene Lichtquelle. Das bedeutet, jeder eigene Pixel kann sich entscheiden, ob er leuchtet oder nicht. Klingt banal. Die Konsequenz? Wir erhalten perfekte Schwarzwerte. Vor allem im Weltraum bei der Schlacht von Coruscant oder wenn Din Djarin gerade Kurs auf einen neuen Planeten nimmt. Das verändert wirklich alles, denn so steigt der Kontrast ins beinahe Unendliche und lässt alle nicht schwarzen Objekte zusätzlich noch einmal besser aussehen. Die Kampfszenen von Star Wars lassen sich so in vollem Umfang bei einer Auflösung von 4K genießen. Und wir als große Prequel-Fans haben es uns nicht nehmen lassen, den absolut legendären Kampf zwischen Annie und Obi in Star Wars Episode 3 auf Mustafar noch einmal neu zu erleben. Denn auch die Farben sind schön kräftig und lassen das Bild bei einer Farbtreue von 100% erscheinen. Wenn wir schon beim Thema Farbtreue sind, nicht nur der Fernseher, sondern auch die Software arbeiten wie ein Uhrwerk zusammen und greifen perfekt ineinander. Der LG OLED C1 verfügt über eine weitere sehr mächtige Fähigkeit, wie Palpatine jetzt mit großer Sicherheit sagen würde. Ihr kennt vielleicht das Problem, jeder Fernseher oder Bildschirm stellt Farben ein bisschen anders dar. Dagegen bietet dieser Fernseher den Filmmaker Mode. Dieser stellt die Farben so dar, wie es sich der Regisseur bei der Schaffung des Filmes dachte. George Lucas' Vision also, als er jeden der einzelnen Filme für die Leinwand konzipierte. Das ist schon wirklich cool. Dabei werden die Farben angepasst und Optionen wie die Bewegungsglättung ausgeschaltet. Der Unterschied ist deutlich und sehr sichtbar. Uns persönlich gefällt dieser Modus wirklich gut und er lässt Filme noch ein wenig cinematischer aussehen. Kein Wunder, Christopher Nolan hat mitgewirkt.
Da, wo ein schönes Bild ist, darf auch der Ton nicht fehlen. Der LG OLED C1 kommt mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Um ein bisschen in die Materie zu gehen, Dolby Vision nutzt Metadaten und die Sensoren des Fernsehers, um die Bildqualität zu optimieren. Das soll noch realistischere Details hervorrufen. Dolby Atmos schafft dabei einen optimalen Klang. Dieser hat uns für einen Fernseher, der so unglaublich dünn ist, wirklich überzeugt. Man mag kaum damit rechnen, aber tatsächlich ist das wirklich der Fall. Am besten genossen haben wir das definitiv mit der Disney Plus App, die direkt auf dem Fernseher integriert ist. Erreichbar über einen Druck auf die Fernbedienung, springt ihr zügig in die App und könnt das volle Disney Plus Spektrum genießen. Was euch sicherlich auch interessieren dürfte, sind die Gaming-Features. Wir persönlich zocken gerne mal ein gutes Star Wars-Spiel. Meistens war das doch eher am PC, da die Reaktionszeit von PC-Monitoren in der Regel deutlich besser ist. Das war bei Fernsehern immer ein Nachteil, der durch den LG OLED ausgemerzt wird. Eine Millisekunde Reaktionszeit lassen euer Spielerlebnis sehr direkt und immersiv wirken. G-Sync und FreeSync setzen dem Ganzen noch die Krone auf. Um euch zu erklären, worin der Vorteil dieser Technologie besteht, gehen wir ein bisschen ins Detail. Die Grafikkarte eurer Konsole berechnet mehrere Bilder pro Sekunde, die an das Endgerät, einen Monitor oder Fernseher übergeben werden. Diese sind in aller Regel in einer festen Bildwiederholrate eingestellt. Das bedeutet, egal wie viele Bilder der Monitor von der Grafikkarte bekommt, er gibt immer zum Beispiel 60 Bilder pro Sekunde aus. Bekommt er aber zum Beispiel nur 30 Bilder, so wird ein Bild zweimal angezeigt, um auf 60 Bilder zu kommen. Klingt erstmal logisch und stellt in diesem Fall kein Problem dar. Doch dabei bleibt es meistens nicht. Es gibt sicherlich auch Momente, in denen 37 Bilder ausgegeben werden. Normalerweise wird das dann auf 60 aufgeteilt, wodurch ein Problem entsteht. Das Bild wird mittendrin auseinandergerissen. Jeder hat das schon mal erlebt, genauso wie wir leider. Was macht der LG OLED C1 mit FreeSync und G-Sync? Der Fernseher passt seine eigene Frequenz an die empfangenen Bilder an. Es werden also bei 37 Bildern auch wirklich 37 Bilder pro Sekunde ausgegeben. Dies verhindert ein Zerreißen des Bildes und bringt euch in jedem Fall beim Zocken ein angenehmeres Gefühl für die Augen. Das Ganze funktioniert bis zu 120 Bilder pro Sekunde, die der Fernseher ausgeben kann. Perfekt also für die neueste Generation der Xbox und PlayStation. Wir sprechen hier gerade von einem wirklichen Core-Feature des Fernsehers und es ist nur sehr schwer in diesem Video zu beschreiben, da unsere Kamera nur mit 24 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Wir versprechen euch, es schafft ein flüssigeres Gefühl und lässt alles lebendiger wirken. Kaum eine Gaming-Experience, die wir beide hatten, kommt dieser gleich. Steuern könnt ihr alle dieser Punkte automatisch und je nach Spiel im Game Optimizer, der darauf spezialisiert ist, euer System je nach Spielgenre einzustellen. Die hervorragende Signalübertragung wird durch den aktuellen HDMI 2.1 Standard für geringe Latenzen gewährleistet. Damit macht Gaming wirklich Spaß. Fazit: Der LG OLED C1 ist wahrlich ein Fernseher aus einer anderen Galaxis. Er lässt sowohl Gamern als auch Star Wars Fans keine Wünsche offen und holt aus jedem Film, aus jeder Serie und aus jedem Spiel das letzte bisschen heraus. Für uns war es wirklich eine andere Erfahrung. Vielen Dank an LG für die Möglichkeit. Wir freuen uns jetzt schon auf das Buch von Boba Fett und gucken bis dahin noch ein wenig The Mandalorian. Danke Freunde und bis dann. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.